bottle to dip it down. A face like mine you'll never see around. And it ain't easy. Pick up the pieces to make a house. The wind, it blows too hard to knock it down. And it ain't easy to be mind over matter with me. There's a little piece of mind to take home with you. Love of all around will give a sense of who, but it ain't easy.
those things. A smile in your eye will bring us joy to sing, but it ain't easy. Don't you wanna be a fool who left off all those things? A smile in your eye will bring us joy to sing, but it ain't easy to be. Hallo, liebe Freunde. Von meinem kleinen Pinscherli sieht man leider zurzeit gar nichts. Aber wir sind gerade im Wald, einen kleinen Rundgang machen. Und er klebt ziemlich an meiner Frau, wie man sieht. Und auch den Grund sieht man. Er kriegt wieder mal Leckerlis und kleine Bröckchen. Bis jetzt hat er hier richtig Bambule gemacht. Alles genau abgeleuchtet. Und gegraben hat er auch schon kräftig. Tja, das kleine Tier macht mir viel Freude. Er ist ja jetzt erst 4 Monate alt. Fahren zusammen mit dem Rad, also mit dem Dreieck. Da habe ich den kleinen Hänger. Und da kommt er rein über die Straßen und dann in der Fuldaau, da darf er dann laufen. Ja, er springt wie ein kleiner Gummiball. Sehr neugierig, sehr energiegeladen, wie man sieht. Genau das, was ich wollte und wahrscheinlich auch das, was er wollte. Angeln waren wir auch schon. Er mag zufällig genauso gut Fisch wie ich. Finde ich auch schon mal ganz gut. Tja, lernen müssen wir alle beide noch viel. Er muss noch ein bisschen gehorchen lernen. Er läuft aber schon Strecken, kurze Strecken gut bei Fuß. Und Sitz macht er schon. Und er liebt Ballspielen über alles. Und ich habe jede Menge Bewegung jeden Tag. Genau das war das Ziel. Ich würde sagen, wenn das so weitergeht, sind wir alle beide zufrieden. Und ja, macht halt Spaß, so ein kleiner Hund. Er wird ja noch ein bisschen größer. Ungefähr kniehoch. Und vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger. Zurzeit ist mit Ruhe nicht allzu viel. Er hält uns unheimlich auf Trab, zernagt alles Mögliche in der Wohnung, wenn man nicht aufpasst. Wir werden noch eine kleine Runde laufen, damit er noch ein bisschen was davon hat. Ist eine schöne Ecke hier oben, da war ich schon mal, da habe ich den Film mit der Falle gedreht. Jetzt war er wohl zu dicht. Großen und Ganzen ist es ein recht freundliches Kerlchen. Er ist unglaublich wachsam, meldet jeden und alles. Mal sehen, ob ich ihn wieder kriege. Ja, da ist er wieder. Tja, er scheint sich hier im Wald recht wohl zu fühlen, das kennt er noch nicht. Zum ersten Mal im Wald, in Österreich ist das schlecht möglich.
Da passt der Jäger und der Bauer zu gut auf. Und dann hat man mal einen Pinscher gehabt. Aber hier geht das schon. Er läuft ja auch nicht weit weg, so 10, 15 Meter Umkreis. Und dann kommt er sofort wieder zurückgehoppelt. Ja. Wird sich natürlich noch ändern. Das heißt, die Erziehung muss noch weiter voranschreiten. Ich will ihn auch nicht so weit weglaufen lassen. Jagen tut er ja eigentlich nicht, außer Ratten und Mäuse. Und das aber sehr vehement. Er hat schon mächtig gebuddelt. An Mauselöchern und Ähnlichen. Irgendwann wird er seine erste Maus oder Ratte fangen und dann ist er wahrscheinlich dann gar nicht mehr zu bremsen. Schade, dass es von dieser Rasse nur noch ungefähr 500 Stück gibt. Auch einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, mir gerade so einen Hund zuzulegen. Weil das kann man ruhig unterstützen, mal so eine alte Haushundrasse auch am Leben zu erhalten. Wäre jammerschade, wenn die aussterben würden. Man hat Knochen gefunden, die über 4000 Jahre alt sind, die eindeutig diesem Hund zugeordnet werden. Also kann man sagen, dass dieser Hund schon mit Ötzi durch die Gegend gezogen ist. Er war halt nicht so blöd, sich irgendwo einfrieren zu lassen und deswegen hat er bis heute überlebt. Es gibt viele Menschen, die sich darum kümmern, dass diese Rasse erhalten bleibt und das auch mit viel Liebe und Hingabe tun. Ich bin wieder mal in meiner alten Stelle im Wald, da wo ich schon die Falle gebaut habe, diese russische Falle da. Ja, das Holz hat man schon schön aufgestapelt überall, ist auch schon einiges abgefahren worden. Liegt natürlich auch noch viel Kleinzeug rum, weiter hinten auch noch was Großes. Ach, hier sind meine Fallenhölzchen noch. Ja, eigentlich passt das für heute. Wir wollen noch ein Stück weiterziehen. Und ja, dass der Hund das mal alles kennenlernt hier in der Ecke. Weil ich bin ja doch öfters hier oben und es ist ganz gut, wenn man einen Partner hat, der dann immer mit dabei ist. Okay, tschüss, bis bald mal wieder.